Hi, ich bin der Marian und wir sprechen heute über die gedankliche Entstehung eines Golfschlags, Schrägstrich, wie zielt man möglichst günstig. Ja, Spieler, wie löst du die Situation denn jetzt hier auf? Wo ist denn dein Ziel? Ja, wo ist mein Ziel? Die Fahne natürlich. Ja, aber du hast doch links und rechts Bunker. Und die Position der Fahne und so die äußeren Rahmenbedingungen, spielt das keine Rolle in deiner Schlagplanung? Nö. Ja, die Unterhaltung von gerade eben, die spiegelt so ein bisschen die typische gedankliche Planung eines Golfschlags aus den Augen eines Amateurs heraus wieder, nämlich sehr, sehr zielbezogen und unter wenig in Bezugnahme von externen Faktoren, also Pin Positions, Grüngeschwindigkeit, Position von Hindernissen etc. pp. Und da gibt es eben günstigere Möglichkeiten, so einen Zielvorgang gedanklich vorzubereiten. Und alles beginnt mit dem Wissen dessen, dass sich ein Golfschlag nicht verhält wie ein Scharfschützengewehr, wie der Scott Forsett von Decade, einem Course-Management-System, das so treffend beschrieben hat, sondern eher wie eine Schrotflinte. Das heißt also, es ist sehr, sehr schwer, immer exakt die gleiche Richtung und exakt die gleiche Länge zu spielen. Quasi unmöglich, selbst für einen Tour-Professional nicht. Sondern es ist immer eine relativ, ja, je nach Spielertyp und je nach Spielerlevel eine Streuung vorhanden. Und wenn man das weiß, dann muss dieses Wissen auch in jeden Zielvorgang auf dem Golfplatz mit einfließen. Und bevor wir jetzt dazu kommen, wie wir dieses Wissen inkludieren können in einen Zielvorgang oder in die gedankliche Planung eines Zielvorgangs, schauen wir uns erstmal an, wie sieht denn jetzt so ein Schussfeld überhaupt aus? Das sieht meistens aus wie so ein kleines Ei. Und wenn man jetzt mal einen Tourspieler einfach als Beispiel nehmen, der hat bei einem 7er Eisen ungefähr, das ist natürlich super abhängig von den jeweiligen Tendenzen des Spielers und des Spielers an sich, eine seitliche Abweichung von 20 Yards, also 10 Meter rechts und links der Ziellinie. In der Länge ist diese Abweichung ein bisschen geringer. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn ein Tourspieler versucht, 20 Bälle auf eine Linie zu schlagen, dann diese Steuerung herauskommt, dass das natürlich bei einem High-Handicapper noch viel größer ist. Wenn also die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass man tatsächlich exakte Ausrichtung jedes Mal den Ball schlägt und der immer exakt in die gleiche Richtung fliegt und auch exakt die Länge hat, dann sollte man vielleicht seinen Zielvorgang ein wenig anders strukturieren, nämlich dieses Ei, was man dann natürlich selber für sich so ein bisschen eruieren muss, dann nimmt man einfach einen Launchmonitor oder sucht sich jemanden mit einem Launchmonitor, bucht das Teil, schlägt 20 Bälle mit den jeweiligen Schlägern und hat dann eben für jeden Schläger eine bestimmte Eigröße, ein bestimmtes Schussfeld. Und mit diesem Schussfeld kann man dann gedanklich auf dem Platz arbeiten und das da hinsetzen, wo die Wahrscheinlichkeit für Katastrophen möglichst gering ist. Und darum geht es auch in erster Linie. Es geht nicht darum, jetzt mehr Birdies zu spielen, sondern in erster Linie Schläge zu vermeiden, die vielleicht aufgrund solcher Zielvorgänge, wo man sagt, ich gehe jetzt einfach mal direkt auf die Fahne aus 150 Metern, vorkommen. Ich möchte das Ganze jetzt anhand eines Beispiels mal verdeutlichen, wie das in der Praxis aussehen könnte. Wir haben jetzt in der Situation 120 Meter bis zur Fahne. Die Fahne ist hinten links im Grün platziert, sehr nah am Grünrand. Der Grünbunker ist, was die hintere Kante betrifft, 112 Meter von mir entfernt, die vordere 105. Und ich habe jetzt hier die Ziellinie mal eingezeichnet, also den direkten Weg von mir zur Fahne. Und wir verlagern jetzt aber diese Ziellinie nach rechts, also auf die rechte Seite des Grüns, weil das ja das Zentrum unseres Schussfelds bildet. Und wir machen das deswegen, weil eben wir wissen, unser Schussfeld hat die Breite X und die Länge Y. Und wir planen jetzt also ein, dass unser Zielpunkt hier liegt und alles, was eben links von dieser Ziellinie landet, ist dann eben auf dem Grün oder im Idealfall sogar an der Fahne und alles, was rechts davon liegt, ist im Idealfall auch noch auf dem Grün oder eben im Vorgrün, sodass wir da einen Chipshot haben, also keine großen Probleme. Würden wir jetzt direkt auf die Fahne gehen und das Grün auf der linken Seite verfehlen, haben wir da wieder eine Situation, ein Chipshot aus dem Rough auf eine kurze Fahne, ist sogar noch abschüssig, das kann man jetzt von hier nicht sehen. Also definitiv wieder Probleme, hier ein Up and Down zu ziehen oder das Paar zu retten. Und deswegen verlagern wir das gesamte Bild eben auf die rechte Seite des Grüns. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen haben solltet, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, ciao.